So, willkommen zurück. Das war eine kleine, ganz ungeplante Unterbrechung. Aber wenn jetzt alles klappt, dann kann ich jetzt Herrn Frensch begrüßen. Hallo, schön, dass es geklappt hat. Ich möchte Sie übergeben. Sorry für die Unannehmlichkeiten. Es gab ein kleines technisches Problem bei mir mit dem Einwählen. Also Sie hatten es ja schon genannt, Herr Dannenberg. Es geht um das Thema Eingabegeräte im Zusammenhang mit Signaturen. Jetzt möchte ich fragen, sehen Sie meine Präsentation? Hallo? Hallo? Noch nicht. Noch nicht. Die müsste ja eigentlich erscheinen bei Ihnen. Bildschirm freigeben. So, jetzt. Jetzt sehen Sie was? Startet die Übertragung, genau. Ja. Und das ist, das ist der Präsentationsmode, so wie Sie ihn auch sehen müssten. Okay. Ich habe jetzt bei mir ein kleines Chaos auf meinem Monitor. Ich hoffe, da passiert jetzt nichts. Tut mir leid. Also es geht in unserer Vorstellung um das Thema Eingabegeräte im Zusammenhang mit Signaturen. Wir sind ja schon eine ganze Weile unterwegs. Ich kann nicht feststellen, ob die Präsentation irgendwo läuft. Also die Präsentation wird korrekt angezeigt. Wir sind gerade auf der Startfolie. Wir sind auf der Startfolie. Die wird bei Ihnen korrekt angezeigt. Jetzt schaue ich mal, ob ich sie bei mir weiterbringe. Warum funktioniert das nicht? Mir wechselt keine Folie. Kann das ein Netzwerkthema sein? Sorry. Herr Lentsch, wenn Sie noch einmal in die Präsentation klicken und dann die Enter-Taste. In die Präsentation klicken. Geht es jetzt weiter? Ja. Ja, dann nützen alle Technik-Checks nicht. Es ist wohl anzumerken, dass der Herr Rentsch in wenigen Monaten in den Ruhestand versetzt werden wird. Ich möchte dennoch die Gelegenheit nutzen, hier auch mit diesen modernen Medien jetzt und ein bisschen Zeit haben wir jetzt verpasst, darzustellen, welche Aspekte eigentlich eine Rolle spielen im Zusammenhang Signaturen und Eingabegeräte. Es geht ja generell um das Thema Vertrauen, Vertrauensdienste, Signaturen und da spielen sehr viele Aspekte hinein. Wir verfolgen das ja auch schon seit längerer Zeit. Die Folie mit der Situation, es ist nicht ganz so schlimm wie beim Berliner Flughafen, aber wir wissen ja alle, dass das Thema elektronische Signaturen von der Legislative, von den Standards und auch von den Technologien schon seit einiger Zeit unterwegs ist. Es gibt Fortschritte und es gibt auch noch viel zu tun. Das habe ich auch heute in einigen Präsentationen wieder gesehen. Unser Part beschäftigt sich natürlich nicht mit Vertrauensdiensten direkt, nicht mit Siegeln direkt, sondern mit der elektronischen Identifizierung, wo eben Eingabegeräte, so wie wir sie herstellen, eine Rolle spielen. Ich hatte es bereits erwähnt, wir sind schon seit längerer Zeit immer begleitend und mitwirkend beim Thema Signatur dabei. In den Anfangszeiten war das ziemlich auch mit einigen Startschwierigkeiten und Problemen verbunden. Wir haben entsprechende Eingabegeräte, die insbesondere für die Verwendung mit den Signaturkarten geeignet sind, auch zertifiziert sind, auch heute noch zertifiziert sind. Es ist ja heute nicht mehr gesetzlich vorgeschrieben, bestimmte
Zertifizierungen mit den Eingabegeräten für die Signaturkarten durchzuführen. Aber wir haben dennoch zertifizierte Geräte mit gültiger Zertifizierung im Einsatz und die werden auch breit genutzt, insbesondere in Behörden und auch in Firmen. Unsere Chipkartentastaturen mit der sicheren PIN-Eingabe, die nach Common Criteria zertifiziert sind, werden alle wieder in Deutschland produziert. Die wurden mal eine Zeit lang in der Tschechischen Republik. Aber wir haben unsere ganzen Security-Themen wieder hier in Deutschland zu uns zurückgeholt. Also diese Geräte, hauptsächlich die Tastaturen und die Chipkartenleser, werden für Signaturen eingesetzt. Dazu gehören auch unsere Gesundheitsterminals, die ja auch Signaturfunktionen haben und zusätzlich natürlich passend in die aktuelle Lage. Für alle diese Geräte gibt es desinfizierbare Bettexfolien, um dann auch die Tastaturen ordentlich desinfizieren zu können, wenn das notwendig ist. Gut, ich möchte ein bisschen die Zeit abkürzen. Wir wissen alle, dass Cybervorfälle als höchste Risiken existieren, die von den Versicherungen entsprechend bewertet werden und auch entsprechend eingestuft sind. Und gerade um das Thema Sicherheit, um das sich ja viele kümmern, das geht eben runter bis zu den Eingabegeräten. Im Allgemeinen, jeder hat Firewalls, Zugriffskontrolle, USB-Blocker, gibt es Virenscanner. Es werden viele Sicherungsmethoden und Maßnahmen eingesetzt und man fühlt sich also erstmal sicher, aber der Schein trügt, denn um die Wirksamkeit solche Maßnahmen umzusetzen, die da genannt wurden, bedarf es immer einer Authentisierung, Identifikation der berechtigten Personen. Die dafür eingesetzten Techniken, um die Person zu authentisieren, da ist stets ein Eingabegerät mit involviert. Das kann an PCs, Notebooks und so weiter eine Tastatur sein, Kartenleser, Biometrielesegeräte verschiedener Art. Und da gibt es eben Schwachstellen bei der Verwendung dieser Geräte und die können für insbesondere für Insider-Attacken angewendet werden. Und deshalb sind wir eben überzeugt, dass die Sicherheit wirklich bereits am Eingabegerät, dort wo der User sitzt, beginnt. Hier sind mal so ein paar Umfrageergebnisse, Insider-Bedrohungsanalyse. Also es ist schon so, dass man ja den Perimeter sehr gut schützt und da gibt es sehr viele Maßnahmen, einschließlich künstlicher Intelligenz. Dennoch fühlen sich von den Befragten dieser Studie hier, Cloud Research, doch 90% aller Befragten noch anfällig gegen solche Insider-Attacken, weil sie eben schwer zu bekämpfen und schwer zu verhindern sind. Und es werden dann entsprechende Maßnahmen auch jetzt mehr auf den Fokus nach innen ergriffen, um sich dagegen zu wappnen. Und solche Insider-Attacken werden ja oft unterschätzt. Sie werden viel zu spät erkannt, wenn sie stattfinden oder auch gar nicht. Und sie können natürlich entsprechend dadurch auch großen Schaden anrichten. Und wir als Tastatursteller, als Tastaturhersteller haben uns diesem Problem mal gewidmet, aus der Sicht eines Eingabegeräteherstellers natürlich, und haben in enger Abstimmung auch mit Partnern unser Secureboard entwickelt. Das ist zum einen, Sie sehen es für diejenigen, die sie auch selbst nutzen, eine ganz normale Chipkartentastatur, die aber eben zusätzlich zu einem kontaktbehafteten und einem kontaktlosen Kartenleser noch eine Verschlüsselung der gesamten Tastaturkommunikation bieten kann und die entsprechend aktiviert werden kann. Es handelt sich also um eine Standardtastatur in zwei Modi. Im Standardmod ist eine ganz normale Plug-and-Play-Chipkarten-Tastatur mit den beiden Lesern. Die Leser sind nach den gültigen Standardspezifikationen und Normen. Und der Kontaktlosleser ist ein ganz normaler Basisleser, der kontaktbehaftete ein Kartenleser, der auch sichere PIN-Eingabe kann. Und eben diese Tastatur kann dann zusätzlich zu diesen Authentisierungsmöglichkeiten in einen Modus versetzt werden, wo die Tastatur
nur noch verschlüsselt kommuniziert und wo andere schädliche Geräte abgeblockt werden können. Die Schwachpunkte jeglicher Eingabegeräte und insbesondere auch der Tastaturen, die sind ja ein Legacy-Device, was man schlecht irgendwie ausgrenzen kann. Diese Schwachpunkte sind zum einen die Möglichkeiten, an der USB-Schnittstelle Hardware-Keylogger einzusetzen oder Bad-USB-Devices. Die Hardware-Keylogger, das sind kleine, fingernagelgroße, steckerartige Geräte, die sämtliche Tastatureingaben aufzeichnen und die dann aus der Ferne wieder abgerufen werden können. Bad-USB-Devices sind kleine Sticks, die einen kleinen Mini-PC beinhalten und sich als Tastatur anmelden können und dann eben nicht erwünschte Eingaben durchführen können. Weitere Schwachstellen bei der Tastatur sind dann softwareseitig Software-Keylogger, die ebenfalls auf die Tastatureingaben Zugriff haben können. Das ist natürlich ein Thema, was man als Tastaturhersteller nicht unmittelbar beeinflussen kann. Das sind Aufgaben dann, die im System geregelt werden müssen durch entsprechenden Software-Schutz. Und das sind eben die Dinge, die uns dazu bewogen haben für diese Tastatur. Denn hier können sämtliche Passwörter ausgespäht werden mit solchen Geräten, mit solchen Hackergeräten. Und es ist natürlich, bevor überhaupt Signatur und Verschlüsselung von Dokumenten möglich ist, natürlich dann der Inhalt der Dokumente kann schon abgefangen werden. Hier nochmal, also die Keylogger, die können wir schlecht beeinflussen. Wir haben auch ein kleines Video, wie so ein typisches Szenario von so einem Hack läuft. Also das sind ein paar Sekunden. Das kann man sich im Nachhinein jetzt aufgrund der Zeit, da wollen wir da mal drüber gehen, das kann man sich im Nachhinein mal anschauen. Es gibt eine ganze Reihe solcher Geräte. Die sind, wie gesagt, klein. Der Nutzer merkt es nicht direkt. Und das sind in der Regel kleine Mini-PCs mit entsprechend Power, mit Betriebssystem, mit Skripten, die man sich runterladen kann. Alles ist für jedermann verfügbar und man kann es leicht bekommen. Und eben insbesondere diese kleinen Hardware-Keylogger, die man wirklich kaum erkennen kann. Man kann zum Beispiel einfach mal dem Admin mitteilen, also ich habe ein Problem, lieber Admin, an meinem PC, kannst du mir bitte mal helfen? Der Admin kommt, gibt sein Passwort ein, sein Admin-Passwort und man hat vorher so ein Teil reingesteckt und schon hat man das Admin-Passwort. Also das sind gerade die Szenarien, die oft untergehen in den großen Herausforderungen um das Thema digitale Signaturen. Und wir möchten eben mit unseren Tastaturen einen Beitrag leisten, da was gegen die Sicherheitslücken zu tun. Und man braucht ja bloß mal mit offenen Augen durch die Welt zu gehen, egal ob in den Firmen, egal ob in Behörden, in Banken, überall, wo offen zugängliche USB-Schnittstellen sich befinden, ist es recht einfach, da mal so ein Logger oder so ein Bad-USB-Device zu installieren. Zur Technik gibt es nicht so viel zu sagen. Es ist ein ganz normaler Tastatur- und Keyboard-Controller mit entsprechender Power, der die einzelnen Komponenten hier bedient. Die Tastenmatrix, die beiden Kartenleser und dann die USB-Schnittstelle. Wir haben im Controller selbst entsprechend sichere Speicher für Schlüssel und Zertifikate. Und es gibt auch die Möglichkeit, zusätzlich ein Secure Element anzuschließen, also für diese Anwendungen, wo eben die Krypto-Vorgänge nochmal in einer zusätzlich gesicherten Umgebung stattfinden müssen und sollen, kann man ein solches Secure Element hier mit einbauen und verwenden. Das Konzept ist eigentlich in der Art, wie heutzutage Verschlüsselung in der Kommunikation durchgeführt wird. Hier auf der Seite der Firmware im Gerät haben wir das Keyboard. Das kommuniziert im Standardmodus über den Standard Human Interface Device Kanal und den zugehörigen Treiber. Und wir haben eben hier einen zusätzlichen Kanal eingebaut, über den die Tastatur mit dieser LIP im System, also mit dieser Software, die im System geladen werden muss, dann verschlüsselt kommunizieren kann. Dieser Proxy managt dann
den Aufbau der verschlüsselten Verbindung. Und wenn die Tastatur entsprechend die Verschlüsselung vereinbart ist, dann läuft die ganze Kommunikation zwischen Tastatur und dem PC, der dann hier über die entsprechenden Calls, wo die Tastaturinformationen abgeholt werden, dann verschlüsselt kommunizieren kann. Ja, wie läuft der Einsatz jetzt einer solchen Tastatur? Es ist natürlich klar, wenn man eine verschlüsselte Kommunikation aufbauen möchte zwischen einer Tastatur und einem Rechner oder auch einem Server, dann müssen die dazugehörigen Verschlüsselungsvoraussetzungen geschaffen werden. Es müssen Zertifikate und Schlüssel in die Tastatur geladen werden. Und beteiligt dabei sind im Prinzip vier Zertifikate. Ein Gerätezertifikat. Das Gerätezertifikat ist in der Tastatur drin. Also die Tastatur wird damit ausgeliefert mit dem Zertifikat und dient dann einfach als Authentisierungsmedium für die Personalisierung. Die CA dafür kann man sich herunterladen, Open Source vom GitHub. Und dann muss eben in die Tastatur in sicherer Umgebung ein entsprechendes Benutzerzertifikat heruntergeladen werden. Das ist eigentlich alles kein Hexenwerk. Und es ist diese Software erforderlich, die bei uns von der Website heruntergeladen werden kann. Sie besteht aus im Wesentlichen aus drei Komponenten. Das ist zum einen ein Dienst, der die verschlüsselte Verbindung aufbaut. Das ist ein Desktop-Client, über den die Anzeige der verschlüsselten Verbindung angezeigt werden kann. Und da gibt es dann solche Icons, die eben den Status gerade der Verschlüsselung mit der Tastatur darstellen und zeigen. Und dazu gehört dann auch der Anteil der Software, der für die Personalisierung zuständig ist. In der Praxis bedeutet das, wenn wir jetzt mal denken an größere Firmen, Behörden und so weiter, wie kann es gelingen, diese Tastaturen, die dann nicht mehr angreifbar sind, durch solche Insider-Attacken entsprechend auszurollen. Also als erstes ist es immer notwendig, dass die Tastaturen personalisiert werden müssen. Und da wir hier, dass das die Stelle ist, wo die Schlüssel erzeugt und ausgetauscht werden, muss das natürlich in entsprechend sicherer Umgebung stattfinden. Es gibt dazu, zu der Software dazu, auch entsprechende zusätzliche Tools, wo man das recht automatisieren kann, sodass man nicht viele direkte Eingaben machen muss während der Personalisierung. So, also mit zunächst auf diesem sicheren System wird dann die Software installiert, eine CA erzeugt, der typische Prozess, den wir alle kennen, die sich mit diesen Themen befassen. Dann werden die Tastaturen personalisiert mit User-Zertifikaten, die entweder diesen Vorgang kann entweder der Anwender selbst machen oder man kann es auch durch einen Dienstleister durchführen. Dazu sind wir in Gesprächen mit einigen, die dafür geeignet sind und die wir auch mitmachen würden. Anschließend, wenn diese Tastaturen quasi personalisiert für diesen Einsatzzweck, für diesen Bereich, für diese Firma vorpersonalisiert werden, dann können sie ganz normal verteilt werden. Und es ist nur noch erforderlich, dass die Admins die Software in ihrem Netz verteilen und die Registry-Schlüssel für die CA im Client-Netzwerk installieren. Das sind Standard-Abläufe, mit denen die Administratoren sehr gut umgehen können. Es gibt einen ähnlichen Verlauf, natürlich auch für Thin-Clients. Das funktioniert an den Thin-Clients. Wir müssen so langsam zum Ende kommen. Jawohl. Und dann bin ich auch fast durch. Also die Geschichte gibt es auch für die Thin-Clients und das ist schon beim IGOS unterstützt. Und jetzt bin ich auch schon durch. Sorry, ich habe mir jetzt ein bisschen die Zeit selbst gestohlen. Die Zusammenfassung, was haben wir für einen Effekt? Die Message ist, mit diesen sicheren Eingabegeräten können quasi, bevor Dokumente überhaupt vertraulich weiter behandelt werden, kann verhindert werden, dass sie schon beim Entstehen quasi gehackt und gelockt werden können. Das ist unser Beitrag zur Verbesserung der Sicherheit auch
im Zusammenhang mit elektronischen Signaturen. Herr Rentsch, ganz herzlichen Dank. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Nachmittag. Man kann Sie natürlich auch über die Plattform kontaktieren. Ja, ich bin da. Sorry, es gab hier bei mir ein Überschneiden von mehreren Links und da war ich auf der Falschung als Zuschauer unterwegs irgendwie. Gut, beim nächsten Mal.